Weiter geht's bei einer weiteren Folge von Stadtfilmabend. Hallo, mein Name ist Heiko und ja, wir hatten beim letzten Mal aufgehört, als wir gerade unser Hauptaugenmerk darauf gelegt haben, alles, was draußen hier noch so rumliegt, reinzutragen. Hier ist immer noch ein bisschen was wir reintragen müssen. Hier unten ist noch jede Menge Stahl, den wir gut gebrauchen können. Ist eine Maschinenpistole. Hat irgendjemand keine Waffe hier von den Leuten? Nussi! Rüste doch mal die Maschinenpistole aus, Nussi. Jefim hat auch keine. Wo ist Jefim? Gucken wir mal, was haben wir denn da? Eine gute MP. So, Nuno hat sowieso keine. Carsten hat sein Präzisionsgewehr. Ratte hat was. Naomi kann, glaube ich, auch keine Gewalt anwenden. Und Woody. Woody muss scheinbar auch zwischendurch mal bewusstlos gewesen sein, weil der hat seine Autoschrottflinte, wenn er die hatte vorher, auch weggelegt. Kerstin kann sich jetzt endlich mal eine meisterliche Schutzjacke anziehen und Naomi auch, weil ich habe mir die nicht teuer besorgt, damit die weiter in ihren blöden Parkas rumlaufen, wenn uns dann wieder jemand angreift. Das hatte scheinbar jeder schon mal Nussis Parka an hier. Das ist einmal rumgewandert. Alle sind wieder einigermaßen gut gelaunt, bis auf Ratte und Naomi. Und es werden leckere Mahlzeiten gekocht für unseren Vorrat. Ach ja, diese Noko-Pilze, die wir hier drinnen, habe ich erwähnt, dass die als Fleisch zählen. Die zählen als Fleisch. Darum können die für leckere Mahlzeiten gebraucht werden. Möglicherweise sollten wir ein bisschen Trockenfutter für unseren Hund machen. Oder Husky. Ist das ein Husky? Nee, ist ein Timberwolf. Na, ist ja so ähnlich wie ein Husky. Sehr gut. Ja, hier sind die Mechanoiden. Die können wir für Ersatzteile und Plastahl. Folgende Kolonisten sind schlecht gelaunt und anfällig. Vielleicht Naomi. Okay, dann wollen wir mal in die Psyche von Naomi gucken, was ihre Bedürfnisse sind. Sie ist hungrig, sie ist schläfrig. Die Umgebung gefällt ihr nicht. Das Schlafzimmer ist zu hübsch. Okay, genau wie Nussi mag sie Schlafzimmer nicht, die zu hübsch sind. Einengende Kleidung, sie ist Nudistin? Sie ist Nudistin. Wir haben Nussis 90-jährige Schwester, ist Nudistin. Okay. Ach Gottchen. Dann müssen wir wohl mal... Okay, Naomi ist schlecht zu Fuß und sie ist Nudistin. Das heißt, vielleicht sollte sie... Sollte sie sauber machen hier in der Basis, dann läuft sie die ganze Zeit nur durch die Innenräume und macht die sauber. Dann könnte sie so nackt wie möglich sein und es würde ihr nichts ausmachen temperaturmäßig, weil draußen sind momentan 5 Grad. Es wird ein bisschen kalt, wenn sie da blank zieht.
Dann müssen wir ihr noch ein blödes Schlafzimmer ohne luxuriösen Kram bauen. Und dann sollte sie bessere Laune haben langsam. Aber meine Güte, die ist schwer zufriedenzustellen. Und alle anderen müssen mit ansehen, wie die 90-jährige Dame ohne Bekleidung herumputzt. Okay, neues Gebiet. Das nennen wir mal Naomi-Zone. Eieiei. Und da markieren wir dann alles, was drin ist. Dann kann sie sich vielleicht auch um die Pflanzen hier kümmern, wenn sie nicht gerade sauber macht. Dann können wir Bench irgendwie einen anderen Job geben. Die schöne Schutzweste. Aber naja, sie kann ja eh nicht kämpfen. Insofern, was will sie mit der Schutzweste? Soll sie in den Kühlraum dürfen? Klingt eher nach einer schlechten Idee, oder? Warte mal, das hier ist auch noch drin, ne? Da könnte sie auch noch zum Ernten. Herhalten. Naomi Nudistin. Passiert doch immer was Neues. So, das ist jetzt die Naomi-Zone. Zeitplan. Naomi. Naomi-Zone. So, dann Zuweisung. Outfit. So, alles löschen. So, wo ist Naomi jetzt? Ach, hier draußen, ja, okay. Soll sich jetzt natürlich nicht ausziehen. Während sie draußen ist. Oh, hier ist auch noch eine Waffe. Okay. So. Jetzt ist sie nackig. Und wie man sieht, nackt und glücklich 20. Das ist ein ordentlicher Stimmungsboost. Ist die Frage, ob wir einen Malus haben, weil sie jetzt hier so rumläuft. Obwohl, man sieht noch nicht, dass sie einen Stimmungsboost hat, aber das, die Stimmung wächst langsam. Okay. Gut, das ist Naomis Schlafzimmer. Das kann ich verstehen, dass ihr das zu üppig ist. Weil bauen wir hier mal was Spartanisches für sie. Weil das hat ja auch den hübschen Teppich und eine Kommode und so. Was für Bedürfnisse hat Carsten? Hungrig. Carsten ist nackt. Carsten trägt nur die Schutzjacke. Okay. Keine Ahnung, wo der Rest ist in seiner Kleidung. Ich habe sie nicht. Also hier sauber machen. Dann auf Schneidern soll Naomi auch machen. Und Feldarbeit auf 2. Und Aufsehen könnte sie auf 3 machen. Und hier oben, das machen wir alles wieder auf 1. Arzt nicht, das kann sie nicht. So, das ist dann das, was Naomi macht hier. Und ihr Zimmer ist auch schon im Prinzip fertig. Gut. Bauen wir hier mal einen Schlafsack aus glattem Leder.
Und eine Stehlampe muss, so viel Zivilisation muss sein. Und eine Holztüre können wir uns nicht leisten, sehe ich gerade. Dann machen wir hier halt eine Stahltüre hin. So. Das ist dann Naomis neues Zimmer. Das muss dann reichen. Wird bald voll hier, wa? Aber was wir machen können, ist das Pemmican hier rausnehmen und es hier mit reinlagern, weil das müssen wir nicht kühlen. Also nicht zwingend zumindest. Verdirbt in 1,2 Jahren. Ich glaube, bis dahin haben wir den Kühlraum vergrößert, hoffe ich. Ja. Rattenfleisch. Lecker. Ja, Reis haben wir auch wieder da, sehr gut. Und natürlich die die Bauteile sollten wir auch mal wegtragen hier. Sehr gut. Also, Naomi darf jetzt hier Kleidung schneidern. Quest verfügbar. Vertragsgefängnis. Staurius Pastosop, Baron der Fraktion des Exodus Imperium, ersucht deine Hilfe. Staurius königliche Archäologen haben vor kurzem 5 Gefangene aus einem antiken Kryptoschlafbunker geborgen und wollen diese nun verhören. Um die Gefangenen vor Feinden am Hofe zu schützen, möchte Staurius, dass du sie über einen Zeitraum von 19 Tagen bei dir unterbringst. Angefangen sind Blutfäule erkrankt. Müssen täglich behandelt werden. Die Erkrankung kann mit hochqualifizierter Behandlung und Medizin zwar verlangsamt, aber nicht grundsätzlich geheilt werden. Wenn die Erkrankung schwere Ausmaße annimmt, werden die Gefangenen sterben. Also vergewissere dich, dass du genügend Medizin vorrätig hast. Unglücklicherweise verehrten die Ureinwohner der Fraktion des Fußballs den Ort, aus dem die Gefangenen geborgen wurden und werden jetzt versuchen, die Götter zu befreien. Es werden 3 Überfälle in folgender Größenordnung stattfinden. Ein Berserkermeister, 3 Bogenschützen, 8 Jäger, 3 Krieger, 7 Langbogenschützen. Was gibt's denn hier? Was ist das? Keslanglorgur Plus, persönliches Persona Plasmaschwert. Ein Schwert mit einem scharfen metallischen Kernstück. Das Kernstück selbst ist mit Plasma umhüllt und wird von einem Kraftfeld in Position gehalten. Das metallische Kernstück verursacht Schnittschaden, während Plasmahülle das Ziel im Brand steckt. Diese Waffe verfügt über eine Persona, die nur an eine einzige Person gebunden werden kann. Der Träger und die Persona dieser Waffe können ihre Reflexe synchronisieren, um Angriffe mit beängstigender Geschwindigkeit, Präzision und Kreativität durchzuführen. Eine gebundene Waffe kann von niemand anderem geführt werden. Bladibladibla. Okay. Bis wann muss ich das? Läuft in 7 Tagen, das können wir uns dann nochmal überlegen. Erstmal gucken wir, dass wir hier den ganzen Laden ordentlich organisieren. Oh, das Zimmer ist fertig. Da kann dann mal die Naomi rein. Naomi. Hat sogar einen tollen Stein da. Ich verweigere Gesteinsabbau? Okay. Wusste ich auch nicht. Carsten wirft Hufeisen. Okay. Ah, endlich wird mal ein wenig
Stahl nach Hause getragen. Es wird ja auch Zeit. So. So, Carsten, kannst du dir meine Hose anziehen? Wie wäre das? Warum haben die alle ihre Hosen ausgezogen? Was ist denn hier los? Sind Nudismus ansteckend oder was? Haben auch keine Hose an. Ja, hier. Ja, Nuno ist als einzige vollständig bekleidet hier. Na gut, warten wir mal. Sowas. Bench läuft immer noch unten ohne rum. Ah ne, Jefim war das. Und Nussi. Okay. So, wenn alles so schön sauber ist, dann sollte das auch langsam... Doch Naomi sollte das doch kriegen hier. Wisst ihr, geht doch. So. Eingesperrt ohne Sonne, -3. Aber dafür nackt und glücklich, luxuriös, gemütlich, hohe Erwartung, geräumige Umgebung, abscheuliches Schlafzimmer, +5. Gibt auch mehr als Mechanoiden besiegen. Sehr eindeutiges Esszimmer. Mechcluster besiegt hier. Das. Whatever. Handelsschiff Textilienhändler. Okay, da könnten wir mal gucken. Kann Naomi handeln? Weil die ist eh im Haus hier. Aufsehen. Sozial 8 von. Geht so. Brauchen wir schon Kerstin für. Kerstin ist auch im Haus, weil sie schläft gerade. So, wir können hübschen lilanen Stoff für lustige Hüte oder so kaufen. Wir können das Echsenleder können wir verkaufen. Dickes Fell behalten wir mal. Diese ganzen kaputten Sachen werden verkauft. Parker aus glattem Leder schlecht. Was sollen wir einen schlechten Lederparker behalten? Park aus Nashornleder gut, den können wir behalten. Schutzhose gut, warum hat die keiner an? Kapuze aus Teufelsgarn ist natürlich auch interessante Optik dann.
Aber nehmen wir mal das. Hat den Vorteil, dass wir nur Silber kriegen. Dass uns dann irgendwo vor die Tür gelegt wird. Ah, da. Gut. Der Mais ist fertig, sehr schön. Ist immer irgendwas fertig hier. Warum legt ihr das da hin? Weil hier alles voll ist. Okay. Das heißt, wir müssen ein weiteres Mal... wir haben nur noch Stahl. Wir haben keine... Wir haben keine Steine mehr, wa? Shit. Handwerk... Wer ist am besten im Handwerk? Alle gleich scheiße. Jefim kann das mal machen. Hoffen wir mal, dass er hier dann gleich Steine produziert. Da war das, ja. Noch ein Mechanoidencluster, was soll die Scheiße? Kampfklasse. Der Cluster bleibt zunächst inaktiv, sodass du genügend Zeit hast zu überlegen, wie du ihn angreifen willst. Er wird aktiv, wenn er angegriffen wird, ein Timer abgelaufen ist oder ein Näherungssensor ausgelöst wird. Selbst inaktive Mech-Cluster sind nicht harmlos. Ein inaktiver Cluster kann gelegentlich angreifende Mechanoiden aussenden oder einen breiteren negativen Effekt haben, mit dem man sich irgendwann auseinandersetzen muss. Oh nein, nicht hier. Nicht da, wo mein ganzer Stahl liegt. 4,2 Tage. Countdown-Aktivator. Toll. Carsten. Nein. Gut, dann gucken wir mal. Hier soll mal erstmal keiner hingehen. Dafür können wir hier unten wieder alles freigeben. So, und dann wieder Zuweisung, Zeitplan, das war hier. Mechanoidenvermeidung. Oh, wo war Naomi? Naomi-Zone. Das schließt sich ja nicht aus. So. Der Wetterregulator beeinflusst das Wetter nicht mehr. Wollen wir doch mal sehen. War das der hier? Sonnenblocker? Nee. Klimaregulator? Was meinen die denn dann? Ach so, meinen die tatsächlich hier nur den Nebel? Aber der ist ja immer noch da. Psychische Beruhigung hat aufgehört. Mist. Temperatur minus 10. Okay, dann ist jetzt plötzlich Winter. Plötzlich knacke Winter. Mal gut, wir haben die Kühlkammer voll. Und das kommt uns sogar entgegen, weil die Nahrung, also der Mais, der jetzt hier draußen rumliegt, verrottet, weil er im Freien liegt. Scheiße. Dann müssen wir hier vielleicht auch rohes Essen Mais reintun. Und hier Mais raustun. So. Dann holen die sich das schon. Aber wenn er mal hier genug leckere Mahlzeiten hergestellt hat, dann wird das sowieso irgendwann. Siehste. Man muss den Leuten nur genau sagen, was sie machen sollen und alles micromanagen.
Ja, jetzt erfrieren die ganzen Pflanzen. Außer natürlich... Warum ist hier kein Dach? Warum ist hier kein Dach? Wo fehlt hier Dach? Ach, hier unten, ne? Rekrutierungsversuche werden eingeleitet. Na, endlich. Ja, jetzt ist es wieder innen. Jetzt wird es langsam wärmer hier. Dann kann man auch wieder Sachen anpflanzen. Warum hungern die Tiere? Ach so. Wir müssen eine kleine Lagerzone hier reinmachen, wo wir Priorität kritisch machen, alles löschen und bitte Heu hier reintun und Trockenfutter, falls vorhanden. Und hier diese Lagerzone ist wichtig. Na toll. Das Dumme ist, sie sind jetzt mitten in meiner Basis. Hirsch und Hirschkuh haben die Grippe. Nicht gut. Okay. Markus soll mal bauen. Und dann... Machen wir hier noch mal ein Nadelöhr. Und hier hinter die Einbuchtung können wir gut auch welche stellen. Wenn die dann hier durchgehen, werden die gleich beschossen. So. Strom. Strom muss ich hier von hier nehmen dann. Von der anderen Seite komme ich nicht durch mit dem Strom, weil da ist dieses Gelände, wo man keine Stromkabel durchlegen kann. So, und dann brauchen wir natürlich auch wieder Sandsäcke. Das ist schon mal so gut funktioniert. Ah, siehst du. Cool. So, dann kann ich ja Naomis Zimmer auch nehmen. Die ist ja nicht mehr hier drin. Zuweiden. Sehr gut. Gut. So, was ist denn mein... okay, ja, das sieht ja gut aus. Stachelfallen aus Stahl könnte man machen. Stachelfallen aus Jade klingt ein bisschen verschwenderisch. Aber scheinbar hat Jefim schon ein paar Marmorblöcke hergestellt. Dann können wir die einfach mal aus Marmor bauen. Und hoffen, dass da keiner durchlatscht von unseren Leuten.
So. So, Naomi geht's richtig gut jetzt. Im Untergrund begraben. Sollen wir sie mal rausschicken, dann erfriert sie wahrscheinlich. Minus 4 Grad. Nee, nicht gut. Markus braucht eine Stelle zum Meditieren. Was für ein Luxusproblem, aber gucken wir mal. Ja, hier draußen so. Können wir die Markus zuweisen? Ja. Siehst du, die sind schon fertig, sehr gut. Königlicher Tributeintreiber, das ist mir doch so egal. Coole Sache. Ich glaube, wir warten einfach, bis sie hier angreifen. Angriff auf die Festung. Ja, nee, da haben wir jetzt keine Zeit für. Schon wieder eine halbe Stunde rum, sehe ich gerade. Also wir werden jetzt auf Dorvil kommen raus, das hier alles fertig bauen. Und Laufrausch, Naomi. Okay. Und dann einfach warten, bis sie angreifen und hoffen, dass alle angreifen. Und dass die ausreichen mit in Kombination mit den Fallen. Wie meine Oma immer sagte, viele Hände schaffen schnell ein Ende. Und mit diesen weisen Worten des Tages möchte ich dann heute die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, statt Filmabend. Möglicherweise stirbt wieder jemand, wer weiß. Und dann bis denn. Tschüss. Ach ja, liked und subscribed und bla und schreibt einen Kommentar und so. Tschüss.